Heute ziemlich früh am Morgen, sprich 4:30 Uhr, gibt es einen Smoothie und ich werde ihn auch anstellen und meine Nachbarn werden mich hassen, aber ich brauche die Energie, ich habe jetzt nichts anderes, was ich jetzt machen kann und deswegen, ich mache jetzt den Smoothie und ja, das muss auch mal sein. Was ist drin? Heute ist drin ungeschälte Hanfsamen, dazu Buchweizen, Hanfprotein, nicht Hanfprotein, sondern Erbsenprotein und Reisprotein, dazu Weizengras, Gerstengras, Moringa, frischer Ingwer, frischer Kurkuma, Himbeeren, frische tropische Früchtemischung, dann gefrorener Spinat, gefrorener Grünkohl, MSM-Pulver ist wieder drin. Auch ein paar Kelbalgen, dazu frische Bananen, frische Pastinake, frischer Apfel und eine frische Kiwi. So, jetzt gibt es eine Süßkartoffelnudelfanne. Und zwar sind das Süßkartoffelnudeln hier. Da hatte ich noch ein bisschen was da und die schmecken eigentlich ziemlich scheiße, aber die mussten weg. Und von daher habe ich, ja, die schmecken einfach noch gar nicht, sagen wir es mal. Und von der Konsistenz sehr gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall, die mussten weg, die habe ich gemacht. Und mit frischem Grünkohl aus dem Garten. Dazu noch ein paar Cashewnüsse, ein paar Zwiebeln angebraten und genau, bisschen abgerundet mit Kräuter der Provence und mit Ruf der Oase, so eine Kräutermischung. Dazu noch ein bisschen Kurkuma und ja, das ist eigentlich gewesen. Und natürlich noch ein bisschen Sojasauce und Sojasahne. Aber jeweils wirklich bloß einen ganz kleinen Schuss, um es einfach so ein bisschen runter zu machen. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und zum Abend gibt es noch Honigmelone und das ist keine Honigmelone, ich sag's mal falsch. Das ist irgendeine Art Melone, aber es ist keine Honigmelone, irgendwas. Und ja, eine Orange. So, heute gibt es mal einen anderen Smoothie, der sieht ein bisschen anders aus. Und zwar ist das der Smoothie, den ich ja als Smoothie Man in die Schule, also ich gehe in die Schulen und tue mir den Kindern sozusagen gesunde Ernährung durchnehmen in der zweiten Klasse. Und ja, und da werde ich diesen Smoothie machen und den werde ich jetzt erstmalig verkosten. Der hat natürlich einen sehr hohen Anteil an Obst, aber eben auch Brennnessel, Weizengras und Brokkoli. Also Sachen, die die Kinder sicherlich erstmal verwirren werden, aber wo sie dann merken, hoffentlich we merken werden, dass sie schmecken. Und den probiere ich jetzt. So, unser Aldi hat ja nur langsam nachgezogen und auch mal die veganen Produkte mit reingenommen in sein Sortiment. Und ja, der hat jetzt hier solche veganen Bratlinge und ich habe mal da einfach die zwei mitgenommen. Schon alleine, um ein Statement zu setzen, weil ich weiß, bei uns in der Stadt kaufen nicht sehr viele vegane Produkte. Und ich wollte es natürlich auch mal probieren, wenn es mal schnell gehen muss. Und jetzt muss es schnell gehen. Und ja, bin gespannt und freue mich auf diese veganen Bratlinge. Ein Smoothie zum Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Auch heute ist es wieder relativ früh und in dem Smoothie sind heute etwas mehr Bananen drin. Das sieht man auch an der Farbe und keine rote Beete, weil ich heute ja die Bananen verwerte, die jetzt wirklich schon komplett schwarz sind und auch schon anfangen, so ein bisschen kleiner zu werden. Und von daher gibt es einen Smoothie, in dem eigentlich alles drin ist, was normal auch drin ist. Das heißt, viel ja, Weizengras, Gerstengras und Moringa-Pulver, einige andere kleinere Pulver noch, wie Kelbalgen und MSM-Pulver. Dazu halt viel, viel Bananen, Apfel, Orange, dann etwas Spinat, Grünkohl, Himbeeren, tropische Früchte, Pastinake und Petersilie ist halt auch drin. So, jetzt gibt es Reis, also das ist Vollkorn Basmati-Reis mit einer chinesischen Gemüsepfanne aus dem Tiefkühler. Das heißt, ja, einfach nur Gemüse, Reis und dazu halt zum einen ein paar Zedernüsskerne und ja, Sojasauce und Sojasahne. Genau. Sojasahne ist immer nur ein Esslöffel, also nur ganz, ganz wenig. Sojasauce ist ein bisschen reichlicher durch den Reis und weil ich vergessen habe, den zu salzen, habe ich jetzt ordentlich dran geknallt. Heute Morgen geht es wieder los mit einem Smoothie. Es geht mal von oben los. Mit Brokkoli, mit Granatapfelkernen, mit Kiwi, mit Äpfeln, mit Bananen, mit einer Orange. Mit sehr viel Grünkohl. Keinen Spinat heute, sondern wieder nur Grünkohl. Danach Himbeeren, tropische Früchtemischung, gefrorene Erdbeeren, gefrorene Sauerkirschen habe ich heute dabei. Dann Hanfsamen, Moringa-Pulver, Gerstengraspulver, Weizengraspulver, frischer Kurkuma, kein frischer Ingwer, ist mir zu scharf geworden. Zumal ich auch den Brokkoli dabei habe und die Senfölglykoside, das alles so ein bisschen schärfer machen. Und ein bisschen MSM-Pulver, ein bisschen Algen, also Kelbalgen. Und das dürfte zum Großen. Ach nee, Braunhirse habe ich noch drin. Und das werde ich mir jetzt geben. So, zum Abend gibt es jetzt Kartoffeln aus dem Garten, Grünkohl aus dem Garten, Topinambur aus dem Garten. Die Mandeln sind nicht aus dem Garten. Da habe ich noch ein paar Mandelspitzen reingemacht.
Ja, und das alles mit Knoblauch und Zwiebeln angebraten, einfach dünn lassen und dann mit Salz und Hafersahne ein bisschen abgerundet. Jupp, das war's. Boah, hier sieht's aus wie bei Mutter Melmer auf dem Friedhof. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall. Ich esse jetzt hier ein paar Bananen und ich muss meine Bude unbedingt mal aufräumen. Es sieht wieder aus. Das hat die letzten 2 Tage viel mit den Schulen zu tun, wo ich eventuell sozusagen ja, diesen Smoothie-Man dann gebe und an die Schulen gehe. Aber da ist viel zu organisieren. Deswegen absoluter Stress zur Zeit. Und jetzt gibt's hier ja, einfach Bananen. Jetzt gibt's noch ein paar frische Datteln. So, das ist jetzt der zweite Teller Orangen. Ich esse jetzt 6 Orangen insgesamt.